plante den Raub. Komm zu mir, Schönheit. Er stahl den Diamanten. Und er versteckte ihn an einem sicheren Ort. Genug! Sie sind verhaftet! 2 Jahre später. Ich bin frei! Wow, als ich eingelocht wurde, da warst du mini, dünni, mager, klein. Und jetzt steht da eine Wurm. Ist sein Versteck. Nicht mehr, was es einmal war. Ist das da wirklich ein Polizeirevier? Ja, Gott sei Dank. Um nun seinen Diamanten zurückzubekommen. Pizza auf Rädern fürs Raub- und Morddezernat. Nur 2 Menschenarten treten durch diese Tür da. Die mit Handschellen und die mit Dienstmarke. Brauchte die ultimative Verkleidung. Ich bin ein Detective. Ich weiß genau, warum Sie hier aufkreuzen. Sie sind der neue Chief Detective. Wie meinen? Wir sind Partner. Fast als wären wir verheiratet. Für mich ist das eher ein One-Night-Stand. Bums, bums. Und auf Wiedersehen. Er sorgt für Ordnung. Los, Hände auf den Boden. Miles. Sorry. Beschützt die Unschuldigen. So was lernt man nur auf einer Polizeiakademie. Darauf können Sie einsetzen. Und nimmt das Gesetz. Kein Stress, ich bin Polizist. Heilige Jungfrau. In seine eigenen Hände. Wenn mein Klient auch nur den geringsten Kratzer abbekommt. Anfassen verboten. Detective. Wenn er geht wie einer. Wie bist du nur so gut geworden? Oh, ja, ja, ja. Redet wie einer. Ich würde mal sagen, anschnallen. Dann muss er auch. Ich bin der Hüter des Gesetzes. Einer sein. Verflucht, für wen arbeiten Sie? Mexikanischer Geheimdienst. Sie sind Mexikaner? Ist da nichts zu übersehen? Gracias. Martin Lawrence. Der Diamantenkorb.